DW Deutsch lernen mit Nachrichten. Samstag, 19. November 2022, 9 Uhr in Deutschland. UN-Klimakonferenz geht in die Verlängerung. Die UN-Klimakonferenz im ägyptischen el-Sheikh die eigentlich am freitag hätte enden sollen soll nun am samstag zum abschluss kommen da zentrale fragen nicht innerhalb des regulären zeitplans geklärt werden konnten verlängerte die ägyptische präsidentschaft die beratungen um einen tag offen sind beschlüsse zum ausgleich von klimabedingten schäden auch beim Aktionsprogramm zur Senkung der Emissionen dauern die Verhandlungen an, ebenso bei Fragen zur Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung. Auch für einen vorgesehenen Manteltext mit grundlegenden Zielsetzungen wurde bis zuletzt um Formulierungen gerungen. Weite Teile der Ukraine vermint. Rund 30 Prozent des Territoriums der Ukraine sind infolge des russischen Angriffskrieges nach Angaben aus Kiew vermint. Das entspreche etwa der doppelten Größe Österreichs, teilte der staatliche Notfalldienst auf seiner Homepage mit. Die vermiente Fläche und die Zahl der Minen habe sich im Vergleich zur Zeit vor dem Krieg verzehnfacht. In den befreiten Regionen Cherson und Mikolajew werde die Räumung von Sprengkörpern fortgesetzt. Russland hat nach jüngsten Angaben der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen in der Ukraine mindestens sieben verschiedene Arten der international geächteten Landminen platziert. Warnungen vor komplettem Stromausfall in der Ukraine Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben angesichts russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur vor einem völligen Zusammenbruch der Stromversorgung gewarnt. Die Stadt bereite sich auf verschiedene Szenarien vor, einschließlich eines kompletten Ausfalls, erklärte der Vizechef der Stadtverwaltung Mikola Povorosnik im Fernsehen. Die Behörden erwägen nach eigener Darstellung nicht, Städte zu evakuieren. Ministerpräsident Dennis Schmihal erklärte, gegenwärtig sei landesweit die Hälfte der Energieversorgung ausgefallen. In weiten Teilen der Ukraine liegen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Syrien vier Soldaten bei israelischen Luftangriffen getötet. In Syrien sind staatlichen Medien zufolge vier Soldaten bei israelischen Luftangriffen auf Militärposten an der Küste und im Zentrum des Landes getötet worden. Das israelische Militär gab bislang keine Stellungnahme ab. Israel führt seit Jahren Angriffe im benachbarten Syrien aus. Es nimmt nach eigenen Angaben iranische und vom Iran unterstützte Kämpfer ins Visier. Israel sieht sich durch den Iran bedroht. Die Islamische Republik erkennt Israels Existenz nicht an. US-Justizminister ernennt Sonderermittler zu Trump. US-Justizminister Mary Garland hat den Juristen Jack Smith als Sonderermittler mit den Untersuchungen zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump betraut. Der frühere US-Staatsanwalt wird Ermittlungen zu zwei Tatbeständen leiten zu den in Trumps Privatanwesen Maralago beschlagnahmten Geheimdokumenten sowie in Teilen zur Kapitulerstürmung vom 6. Januar 2021. Smith leitete früher im Justizministerium die Stabstelle, die Korruption staatlicher Stellen untersucht. Seit 2018 war er Chefankläger in Den Haag, wo er wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ermittelte. Ex-Star-Unternehmerin Holmes zu langer Haftstrafe verurteilt. Die einstige US-Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes ist wegen Betrugs zu mehr als elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Holmes hatte 2003 im Alter von 19 Jahren Theranos gegründet. Das Start-up versprach. Bluttests mit einer revolutionären Technologie zu vereinfachen, bei der für Proben nur wenige Tropfen genügten. Tatsächlich funktionierten die angeblichen Innovationen nicht, stattdessen nutzte die Firma offenbar heimlich herkömmliche Testverfahren. 2018 folgte die Anklage wegen Betrugs. Bereits im Januar hatte eine geschworenen Jury Holmes schuldig gesprochen. Jetzt wurde das Strafmaß festgesetzt. Soweit die Meldungen vom 19.11.2022.